Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS TV. Ja, ich war wieder filmen mit meiner Lieblingskamera. Ich meine, ich habe ja noch mehr, so ist es ja nicht. Und ja, ich wollte euch mal einige Eindrücke zeigen aus dem hohen Norden, GNS Schleswig-Holstein in Leck. Und ja, da gehen wir mal mit in die Werkstatt und schauen mal, was wir da zusammen sehen können. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei meinem neuen Video. Moin moin, liebe Wohnmobilfreunde. Ich melde mich hier mal aus Schleswig-Holstein, von GNS Schleswig-Holstein, hier vor unserem neuen Schild hier an der Straße. Jetzt sind wir hier auch zu erkennen und ihr könnt uns jederzeit finden. Wir haben noch viele Produkte auf Lager und wir würden uns freuen, wenn ihr uns mal Anfragen schickt. Denn ich kümmere mich da gerne drum. Und zwar GNS TV, Schleswig-Holstein, Solaranlagen, Lithiumbatterien, SAT-Anlagen, Klimaanlage, Wechselrichter und ja, vom Auto aus Keim auch noch Inspektion. Das können wir bei eurem Wohnmobil auch noch machen. Und ja, das sieht nicht nur cool aus, das leuchtet auch abends sehr schön. So dass ihr uns eigentlich nie wieder verfehlen könnt, wenn ihr hier mal durch den kleinen Ort Leck fahrt. Und ja. Ja, ihr habt mich noch nicht so oft gesehen. Und ich wollte einfach noch mal Hallo sagen und danke für die ganzen Anfragen. Und einen kleinen Schmack, da habe ich auch noch. Und zwar, wenn wir hier mal weiter ums Eck gehen, dann habe ich hier hinter unserer Hochvolt-Ladesäule für die Elektrofahrzeuge, haben wir einen Sonnenrohr aufgestellt im Verkauf bei uns in der Verkaufshalle. Ne, 240 Watt GNS TV Solar Power Sonnengott haben wir noch vorrätig. Das heißt, wenn ihr einen haben wollt, schreibt mir gerne eine E-Mail. Ja, hier im Hintergrund sieht man noch unsere Neuwagen, nenne ich das mal einfach so. Unsere Megamobile. Die haben wir auch noch im Angebot. Die sind jetzt natürlich von aus Keim, aber das macht ja nichts. Ne? Wohnmobil bleibt Wohnmobil. Gerne auch natürlich mit Solaranlagen von GNS TV. Hier hinten, da wo die beiden Kräfter stehen, das kennt ihr ja schon, auch vom Guido. Da haben wir unseren Stellplatz, wo ihr mal übernachten könnt. Ja, schön ebene, gepflasterte Fläche. Hier habt ihr eure Ruhe vor der Straße. Ne? Da habt ihr Platz, auch noch Licht abends, also ihr sitzt hier nicht im Dunkeln. Im Zweifelsfall können hier sogar ein paar mehr Leute stehen. Das sollte gar kein Problem sein. Ich nehme euch jetzt einfach nochmal mit hier nach unten zu unserer Halle. Ich weiß gar nicht, ich hoffe, die Jungs haben das ein bisschen aufgeräumt. Aber was ich noch mal zeigen wollte, war unsere Solarwand, unsere Showwand. Die wird jetzt auch noch mal umziehen bald. Die wird in den Verkauf ziehen. Hier hinter uns haben wir die Waschanlage. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ja, die wird in den Verkauf umziehen, dass wir da ein bisschen schönere Atmosphäre haben, sag ich mal so. Weil hier in der Werkstatt ist immer laut. Zeigen und gucken macht das schon mehr Spaß, wenn das mal hier, wenn das drüben im Verkauf, in den Verkauf wandert. Ne? Also hier, das sieht doch mal nach Arbeit aus hier, der Tisch. Aber das ist hier unsere Showwand. Die kennt ihr auch schon, glaube ich, von Björn. Die hat Björn schon mal vorgestellt. Ja, und alles, was hier hängt, also Solarregler, Ladebooster, Wechselrichter, Batterien in
Wir haben noch die 100, 200 und 300 im Lager. Wenn ihr da Interesse habt, schreibt gerne eine Mail. Wir haben alles noch im Lager vorrätig. Und wenn ihr was anderes wollt, die neuen 320 Amperestunden oder 500 Amperestunden Batterien untersetzt für Fiat Ducato, das ist auch gar kein Problem, die kriegen wir auch zeitnah für euch besorgt. So, ja, und hier haben wir wieder eins von unseren Megamobilen. Der kriegt gerade einen Fahrradträger verpasst. Ja, sowas gibt es ja auch bei GNS Schleswig-Holstein. Ist zwar ein hauseigenes Fahrzeug, aber ein Fahrradträger kann man immer mal gebrauchen. Gerade bei einem Kastenwagen zum Beispiel. Ich bin richtig froh, die Jungs hier angetroffen zu haben. Ja, auch wenn ich den Rest der Firma sehe, wie das organisiert ist. Dann gehen wir gleich mal hier rüber in die Werkstatt. Auch das ist super interessant. Das machen wir aber gleich. Da kann ich natürlich auch alles andere reparieren lassen. Ja, hier steht Mercedes. Und wenn ihr hier mal ein Problem habt, da komme ich aber gleich zu. Wir haben hier eine Hebebühne für 6 Tonnen. Die haben wir hier. Ja, hier wird vermessen. Hier kann ich aber auch durchfahren. Die Halle ist 11 Meter tief. Ist also auch kein Problem, mit meinem Fahrzeug hier reinzufahren. Wir sind hoch genug. Wir haben 2 Rolltore hier drin. Da ist auch beheizt. Da oben hängt eine Heizung im Winter. Die Jungs müssen hier nicht frieren. Ja, da ist auch alles auf dem neuesten Stand. Die Halle ist auch relativ neu. Die ist nämlich dazu gebaut, nenne ich das mal. Hier ist so ein Auspuffrüssel, der, ja, damit die Jungs den Qualm nicht einatmen, die Auspuffgase. Ja, und so muss das alles sein. Das ist alles nach den neuesten Regeln gebaut. Ja, und hier wird auch, wie gesagt, das ist der Vermessungsstand früher. Ja, das benutzen wir ab sofort als Wohnmobil-Montageplatz. Das da hinten sowieso, auch da ist eine Bühne. Ich gehe jetzt mal hier hoch, ja, und guck dir das an. Ja, 4x Schindeltechnologie, super angeordnet. Da haben wir natürlich vorher drüber gesprochen. Ja, das ist klar, da hinten ist die Dachdurchführung. Ja, der Kunde wollte, dass wir noch Platz lassen für einen Max-Fan. Der kommt da rein und für eine SAT-Antenne, die kommt hier hin. So, das haben wir gemacht und er würde eventuell den restlichen Platz noch nachrüsten mit Solar, wenn er dann nächstes Jahr auf große Tour geht. Das ist natürlich hier möglich, SAT-Antenne und ein weiteres Modul und hinter dem Max-Fan auch noch eins. Wir haben ja auch noch andere Formen, wir müssen ja nicht auf die Form zurückgreifen. Ich bin mal relativ begeistert, ja, ich gehe mal wieder runter und ja, ich zeige euch jetzt noch den Anschluss. Da haben wir den Sitz nämlich noch nicht zurückgebaut. Da hatte ich drum gebeten, sonst wäre das längst draußen, das Fahrzeug. Aber ich wollte euch das zeigen. Beim Hobby ist es ja so, hier, beim Hobby ist es ja so, dass die Batterie unterm Beifahrer und Fahrersitz steht, wenn man dann 2 Batterien hat. Das hätte natürlich den entscheidenden Vorteil, dass ich hier bis zu 300 Amperestunden untergebracht bekomme, Lithium. Was ich aber zeigen wollte, ist, dass wir unsere Solarleitung hier natürlich in 6 Quadrat, ja, bei 4 Platten, das wird auch der maximale Kreis sein. Wenn wir jetzt da erhöhen auf weitere Platten, wird das ein separater Kreis. Deswegen ist das sicher, dass das die Endlösung ist. Dann hat Hobby hier einen Messstand verbaut, ein Hobby interner Messstand. Ja, die sind da von der Anzeige her etwas moderner als viele andere. Und da haben wir den natürlich vor dem Messstand gesetzt, damit der Messstand auch entsprechend die Solarleitung erfasst. Und hier ist unsere Sicherung, ich weiß nicht, ob man da lesen kann. Da hat der Björn schon einen Aufkleber draufgeklebt. Solar GNS TV. Ja, also, wie ich finde, ordentlich gemacht. Auch die Verkabelung mit Schrumpfschläuche und vernünftig gekrimmt. Da haben wir natürlich erstklassiges Werkzeug dafür. Das muss man eigentlich ja nicht mehr erwähnen. Ja, aber da wird hier und da immer noch mal nachgefragt. Auto ist ausgelegt, so wie sich das gehört. Und so sieht das hier von der Seite aus, ja, von der anderen Seite aus. Der Sitz kann jetzt auch wieder zusammengebaut werden. Ja, das Produkt, was wir an
an Solarregler nutzen. Da haben wir natürlich eine Bedienungsanleitung für. Aber im Zeitalter von Apps, Smart-Zugang, was dieses Gerät hat, ist auch eine Bedienungsanleitung so gut wie hinfällig, weil du kannst auf dieser App nicht nur ablesen, was der Regler so macht, beziehungsweise die Solaranlage macht, sondern du kannst auch viele Einstellungen vornehmen. Die kriegst du auch noch in einer Demo erklärt. Also das ist auch nochmal richtig gut gemacht von Victon. Die haben dann alles gedacht, kannst eine Demo-Version aufrufen und kannst dir alles vorspielen lassen, ohne dass du irgendeinen Mist änderst. Also das ist schon richtig mega. Ja, das ist mega, da gibt es nichts. Deswegen haben wir das System im Programm. Das haben wir vor 4 oder 5 Jahren haben wir damit angefangen und vor 3 Jahren haben wir gesagt, wir gehen mehr und mehr darüber und das war der richtige Weg. Heute haben wir komplett vernetzte Systeme. Das würde ich euch an meinem Wohnmobil, wer das sehen möchte natürlich, weiß nicht, ob das jemand sehen möchte, vorführen, weil ich habe ja alle Produkte von Victon habe ich ja in meinem Wohnmobil. Das bieten wir natürlich auch den Kunden genauso an. Du kannst das natürlich auch als einzelne Version haben mit einer App-Steuerung. Das ist natürlich klar, wenn du nur eine Solaranlage nimmst, musst du dich ja trotzdem an einer vernünftigen Einheit bedienen können. Das können wir hier im Einzelfall. Wir können dir aber auch 3 Kreise aufs Dach machen. Ja? Und wir können große Anzeige-Touch-Bedienteile montieren. Ja? Und da würde ich jetzt eine kleine Einblendung machen und nur mal kurz andeuten, wie es bei mir aussieht. Und dann würde ich euch die Tage nochmal meine Einheit zeigen mit Multi Plus 2, also Wechselrichter-Ladegerät-Kombination. Dann habe ich 2 Regler drin, 2 Victon-Regler. Dann habe ich einen Servo drin, dann habe ich einen GX Touch drin. Verschiedene Verkabelungen, die nötig sind, um das System aufrechtzuerhalten. Die ganze Vernetzung, die Software, die ich auch über die Oster Connect wieder zugreifen kann, egal wo ich bin. Wenn ich hier an Ort bin abends, ich sag mal, wir waren Anfang der Woche beim Griechen, ja, dann sind von hier aus 2 Kilometer, dann kann ich gucken, was macht meine Batterie. Das ist mega. Also, das will ich gar nicht mehr missen. Und da mache ich, glaube ich, nochmal einen extra Film schon drüber. Habe ich zwar in Grimma eine Schiffsmühle schon mal gezeigt, aber da muss ja nicht jeder zugeguckt haben und deswegen würde ich vorschlagen, ich mache dieses Video nochmal. Aber schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, ob ihr das überhaupt sehen wollt. Ja, ich würde jetzt hier in der Werkstatt erstmal Schluss machen. Das Auto fahren wir jetzt raus. Der Kunde kommt das dann damit abholen. Wir haben also noch ein paar Stunden Zeit, um durchzutesten, ob alles funktioniert. Ist aber schon geschehen. Habe ich eben schon gesehen auf der App. Das ist ja das Schöne. Du läufst ja selber mit deinem Handy da dran vorbei, machst die App auf und guckst, läuft das alles. Ja, da musst du ja nicht mehr irgendwie reingehen und nachmessen. Nee, das kriegst du alles schon ange. Also das ist schon richtig klasse. Es sei denn, der Kunde hat im Vorfeld sein Kennwort oder sein Passwort geändert. Das ist aber in der Regel nicht so. Ja, das machen wir mit dem Kunden zusammen oder du kannst dem auch einen Namen geben. Ja, hier Herbert 1 oder wie es ich, bei mir heißt es Guido 1, Guido 2. Das kann man alles machen, das ist ja kein Problem. Oder bezogen aufs Nummernschild oder auf den Namen oder auf das Auto, hier in dem Fall Hobby. Alles gar kein Problem. Ja, also in dem Sinne bin ich jetzt hier erstmal fertig. Dem Kunden wünscht man natürlich viel Spaß mit dem neuen Solarsystem. Wenn er Fragen hat, kann er sich jederzeit an uns wenden. Wir sind immer zu erreichen, immer, ja, her damit. Mails schreiben macht im Moment, in der Zeit, wo wir im Moment leben, am meisten Sinn. Ja, die kannst du nämlich dann lesen, wenn du Zeit hast. Das ist am Telefon schon mal schwieriger tagsüber. Insofern kann ich euch die Mailfunktion oder unser Kontaktformular nur empfehlen. Ja, mit Sicherheit werde ich das abends durchstöbern, das Ganze. Und wer dann eine spezielle Frage hat, der ist zumindest am gleichen Tag noch informiert. Ja, kommt ihr an. Wir gucken uns euer Wohnmobil an. Die Mitarbeiter haben wir dafür. Also gar kein Problem, wenn ihr hier im Urlaub seid oder auf der Durchreise oder weiß der Geier, da kommt da einfach hier mal vorbei und dann schauen wir uns euer Wohnmobil an. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute, esst was Gutes, trinkt was Gutes. Bis demnächst. Euer Guido von GNS TV.